Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Heute fahren wir nach Düsseldorf. Und zwar sind wir da in einem Kindercafé. Richtig cool. 3,5 Wochen vorher musste ich diesen Termin für dieses Kindercafé machen. Die Sonne scheint draußen. Unser Rasen, habe ich eben schon gesagt, das ist so krass. Ne? Im Winter muss man einfach gar nichts machen. Ne? Das ist einfach so, der wächst nicht mehr. Aber unsere Palme lässt ein bisschen die Blätter hängen. Bei uns ist es nämlich etwas windig. Und ja, wir haben heute einen Termin in so einem Art Kinder... Oder es ist ein Kindercafé. Ich bin richtig gespannt. Hallo, genau. Da muss man nämlich vorab wirklich schon relativ früh einen Termin buchen, damit man ordentliche Zeiten bekommt. Und heute... ist der Tag gekommen und da werden wir jetzt gleich hinfahren. Dann geht Tobi noch zum Friseur und wir fliegen morgen nach London für eine Nacht. Und das hatte ich Lian, gar nicht, Tobi, zu Weihnachten geschenkt, genau. Und ja, ich freue mich richtig, das wird sehr, sehr cool. Und Mama sucht uns schon so ein paar coole Spots raus und sowas, das ist schon sehr nice. Das heißt, der nächste Vlog, der kommt, ist ein cooler Maren-Tobi-Vlog. Richtig, so wie früher. Oldschool. Mal ohne Kind unterwegs. Aber ich weiß, ich kenne mich. Ich werde morgen bestimmt richtig traurig sein, weil, ach ja, es ist schön, auch mal zu zweit als Paar, aber unser kleiner Pupsi ist halt unser kleiner Pupsi. So, so sieht's aus. Der fehlt mir immer. Heute Morgen, sehr, sehr süß. Ich war ein bisschen im Stress, hat Tobi mir noch... wer hat ihn in die Vase getan? Tobi. Süß. Das ist, muss auch in die Vase stellen. Das ist typisch Mann, ne? Eine Frau hätte so eine süße, kleine, zierliche Vase genommen. Mein Mann nimmt die größte, die wir hier haben. Nein, aber total süß. Habe ich heute Morgen noch ein paar süße Blümchen bekommen. Der wollte mir eigentlich noch Frühstück machen, aber ich bin heute wieder sehr kurz vor knapp aufgestanden, weil ich einfach K.O. war. Und habe noch einen Termin heute Morgen gehabt. Und ja, heute ist ein sehr guter Tag. Und gleich holen wir den kleinen Pupsi ab. Und dann geht's direkt nach Düsseldorf. Ich bin so hyped mit unserem neuen Wasser. Wirklich, ey, das ist so geil einfach. Ich weiß nicht, wieso wir das Ding nicht vorher schon eingebaut haben. Wir haben die ganze Zeit bei Freunden es gesehen und waren immer so, ja, das ist so cool, aber ah, lohnt sich das? Und es ist das geilste Sprudelwasser, was ich in meinem Leben getrunken habe, muss ich wirklich sagen. Also man sagt ja immer so, hä, Wasser ist Wasser. Aber nee, es gibt ekelhaftes Wasser und es gibt so ein Wasser und das ist gut. Mm. Vor allem dieses Flaschengekauf und so, spart man sich. Sehr nice. Also ich mag den voll. Der sieht auch sehr schick aus. Also Thumbs up. So, für uns geht's jetzt gleich los ins Spieleparadies. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich noch was mit meinen Haaren mache, aber ich glaube, ich föhne die gleich einmal kurz durch und dann sieht das Ganze eigentlich ganz gut aus. Ich habe, warte, das Oberteil hatte ich noch nie an. Ich habe einfach so ein Leo-Oberteil an, aber ich fand das da so cool irgendwie heute aus. Es ist so ein kleiner Eyecatcher. Ich mag das irgendwie gerade voll gerne. Ja, und dann geht es jetzt gleich auch los. Ich muss euch eine Sache kurz erzählen. Wir sind jetzt doch nochmal nach Hause. Tobi hat Lian abgeholt und sind jetzt doch nicht direkt durchgefahren und packen unten noch kurz Sachen zusammen. Ich wollte, wie gesagt, nochmal kurz meine Haare durchgehen. Ich glänze übrigens wie ein kleines Speckbaby. Ja, Lian hat heute was unglaublich Süßes gesagt. Ich bin gestorben vor Süßsein. Er so, Mama, ich habe einen Bruder. Ich sag, was hast du? Ein Bruder. Ich sag, oh, wie heißt denn dein Bruder? Babybruder. Ich so, okay, und wo ist dein Babybruder? Und er so, in Mama Bauch. Okay, ich so, okay. Ich habe ein Baby im Bauch. Nein, habe ich gesagt zu ihm so, nee, Schatzi, Mama hat gerade kein Baby im Bauch, aber wünschst du dir denn einen Bruder? Und dann sagt er, ja, Mama, Papa, Lian, Babybruder und Babyschwester. Okay, also noch zwei. Und dann habe ich so gesagt, so, warum wünschst du dir denn einen, also Geschwister? Und er so, dann kann ich spielen den ganzen Tag. Und Gott, das war so süß, wie der es einfach so erzählt hat. Und dann, keine Ahnung, schmelzt so dahin. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal von Lian gehört, die Aussage, dass er sich Geschwister wünscht, weil er kennt viele
von seinen Freunden, die halt Geschwisterkinder sind. Und das sieht er natürlich da immer. Und ich bin so froh, dass meine Freundinnen hier mit ihren Kindern auch wohnen und wir halt eigentlich gefühlt uns jeden Tag sehen können. Natürlich geht das nicht immer, egal ob mal hier bei uns was los ist, bei denen was los ist oder die Kinder sind ja auch schon vielleicht in der Schule oder halt ein bisschen länger im Kindergarten. Aber wir versuchen echt, uns gut zu sehen und egal ob es Waffeln essen ist an einem Sonntag. Und er hat das natürlich schon mitbekommen, dass ja da Geschwisterkinder sind und er wünscht sich das so sehr. Also er hat wirklich mit so leuchtenden Augen mich angeguckt und ich war richtig so, Gott, so süß. Und eigentlich war ja immer mein Wunsch gewesen früher, dass ich relativ zeitnah ein zweites Baby bekomme. Also mein Wunsch war tatsächlich, dass wenn Lian eins ist oder so ein Jahr und 2-3 Monate alt, dass wir dann wieder starten. Und den Wunsch hatte ich die ganze Zeit eigentlich. Und dann war es soweit und dann hat es sich einfach nicht richtig angefühlt. Wir haben dann gerade so gemerkt, so okay, wir sind so voll. Also Lian war ja dann endlich so ein bisschen so, wo man viel mit ihm machen konnte. Er konnte laufen. Er fing so an, so sich für Sachen zu begeistern. Und ja, keine Ahnung, das war so dieses Toben und sowas mit einem dicken Bauch oder in der Schwangerschaft. Da will man einfach auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Mit zweitem Kind wird die Schwangerschaft wahrscheinlich eh nochmal eine ganz andere Nummer als bei der ersten. Aber irgendwie war mir das zu, das war nicht gut, also es war nicht richtig. Hat sich nicht gut angefühlt, dass man jetzt sagt, okay, man macht es auch, wenn man es sich gewünscht hat. Es war, hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir gucken einfach mal darauf das Jahr. Und dann ist Lian ja in den Kindergarten gekommen und dann haben wir für uns auch gesehen, so oha, krass. In diesen Stunden, wo der Kleine im Kindergarten ist, schaffen wir einfach unglaublich viel, was unsere Arbeit angeht. Weil ich nämlich eine Sache sehr, sehr schade fand und was mich sehr gestört hat, war, ich musste ja praktisch unseren Sohn, also wir mussten unseren Sohn bespaßen, für den da sein, aber auch arbeiten. Nur weil wir selbstständig sind und zu Hause arbeiten, heißt das ja nicht, dass das voll easy ist. Und es gab auch schon mal die Frage, warum Lian in den Kindergarten geht, weil wir ja von zu Hause aus arbeiten. Naja, wir sitzen ja nicht den ganzen Tag nur rum und machen nichts. Wir müssen ja arbeiten. Das heißt, wir haben Telefontermine, wir haben Zoom-Calls, wir haben ganz, ganz viele Produktionen. Wir haben ja auch noch eine Firma in Berlin und ach, keine Ahnung, es sind einfach so viele Sachen. Und ich mag es nicht, wenn ich unserem Sohn sagen muss, du Lian, Mama muss jetzt arbeiten, beschäftige dich bitte jetzt alleine oder keine Ahnung was. Das finde ich nicht gut. Und wir haben dann gemerkt, dass wir einfach wirklich in dieser Zeit, wo Lian im Kindergarten ist, so durchhasseln können, dass das echt extrem selten nur noch vorkommt, dass wir das in dem Zeitraum machen müssen und ihm sagen müssen, hey, du musst noch mal kurz bitte, ne, klar gibt es auch solche Phasen, aber du musst jetzt kurz mal bitte alleine spielen, wir müssen noch arbeiten. Das kommt extrem selten mittlerweile vor. Das heißt, wir haben jetzt gerade so erfahren, okay, wow, krass, was wir für eine Zeit geschenkt bekommen für Arbeit, aber auch für eine tolle Familienzeit bekommen nach dem Kindergarten, dass wir die viel intensiver genießen können, gar nicht irgendwas mit so ja und so nebenbei, sondern das sind so richtig zwei intensive Zeitpunkte. Und für mich ist mein Job auch sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Teil von mir und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und ja, deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, weißt du was, lass uns nicht unter Druck setzen, weil ich kann euch eins sagen, den größten Fehler, den ich damals gemacht habe, war es, mich unter Druck zu setzen. Ich habe eigentlich das gar nicht so richtig mitbekommen, sondern ich habe eigentlich damals so gesagt, so ja, für mich war das gar nicht unter Druck setzen. Aber es war innerlich doch irgendwo da und ich habe halt ja wirklich sehr viel davon geredet und hatte ja auch die Depressionen und es war einfach alles, es war nicht der richtige Zeitpunkt und ich habe mich so unter Druck gesetzt, gesetzt, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe, dass es mir eigentlich wirklich zusetzt körperlich. Und deswegen kann ich euch auch nur den Tipp geben, setzt euch da bitte nicht unter Druck und selbst wenn ihr dann schon auch ein, zwei Kinder habt und sagt, ihr möchtet noch das zweite, das dritte Kind haben oder auch das erste, mit einem entspannten Wesen, einer entspannten Seele, einem entspannten Körper ist es wahrscheinlich auf jeden Fall für eure Psyche besser.
als wenn ihr euch, glaube ich, unter Druck setzt. Hier rede ich jetzt natürlich wirklich so auch nur von mir erstmal. Also ich kann nur sagen, mein Gefühl war damals einfach so, okay, vor allem Fragen auch immer so super viele, ja, dann nach der Hochzeit und wann kriegt ihr das erste Kind und dies und das und jenes. Und es war, ja, keine Ahnung, also wir haben uns das ja auch schon echt lange gewünscht, ich vielleicht sogar ein bisschen früher und mehr als Tobi, das ist vielleicht auch einfach, keine Ahnung, weiß nicht, ob das ist typbedingt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es war der perfekte Zeitpunkt, wo Lian kam, es war einfach perfekt und wo wir wussten, dass wir schwanger sind und deswegen habe ich mir gesagt, natürlich gehört ein bisschen was dazu, um schwanger zu werden. Folsäure zum Beispiel nehmen oder auch mal den Zyklus zu checken. Der ist nämlich bei mir auch gerade ein bisschen durcheinander, solche Sachen. Aber ich will mich nicht mehr unter Druck setzen. Wenn ein Baby in 2 Monaten in meinem Bauch ist, ist es in 2 Monaten. Wenn das Baby in 1 Jahr in meinem Bauch ist, ist es in 1 Jahr. Ich meine, wir haben jetzt auch den Hausbau drüben und sowas. Das ist alles Stress und das will ich nicht. Ich will eine Schwangerschaft wieder haben, die ich genießen kann. Und das war definitiv, die Schwangerschaft mit Lian war perfekt, auch wenn der 12 Tage drüber war und ich einfach mir am Ende gedacht habe, aber es war trotzdem gut. Und ich weiß, dass die zweite Schwangerschaft mit Kind halt nochmal eine andere Nummer wird, weil man halt einfach schon mal, also noch ein Kind hat, was beschäftigt werden will. Und deswegen will ich um mich herum meinen gesettelten Ruhepol haben. Und wenn es passiert, dann passiert's. Und ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Genau, dass Lian ein Brüderchen will. Aber das finde ich halt schön, einfach von Lian zu hören, dass er sich freuen würde. Und ich glaube, Lian wäre ein richtig toller großer Bruder. So, jetzt mache ich mich fertig. Ich laber gerade schon viel zu lange und viel zu viel wieder. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right. So, wir sitzen im Auto, sind auf dem Weg und zwar nach Düsseldorf und wir fahren oder gehen heute, habe ich ja gerade eben schon, glaube ich, erzählt, in ein süßes Kindercafé und ich bin super, super gespannt, wie es wird und zeige euch das gleich mal. Wir sind jetzt in dem Kindercafé. Ich muss jetzt noch hier gerade Daily hochladen. Haben Kaffee, haben Waffeln, haben Bagels. Und es ist so süß hier. Ich versuche euch jetzt gleich mal so eine kleine Impression einzublenden. Weil hier sind natürlich sehr, sehr viele Kinder. Und da will ich jetzt nicht, dass ich erstens fremde Kinder unbedingt jetzt drauf habe. Und zweitens das Zensieren. Darauf habe ich keinen Bock. Und ja, gibt es noch unsere Bagels. Ist jetzt noch ein Stündchen 20, nee, Stündchen 10 hier und dann treffen wir uns gleich noch mit Celine, gehen was essen und ich muss noch zu Apple. Da ist leider ein bisschen was kaputt gegangen. Ja. Yesterday there was sun and there was rain. So Leute, wir sitzen gerade bei. Oh, okay, ciao. Wir sitzen gerade bei Wilma Wunder und ja, essen. Celine ist mit am Start und es gibt Caesar Salad mit veganem Fleisch. Das schmeckt hier echt richtig gut. Tobi hat Maultaschen, glaube ich. Genau, dann gibt es noch Quatsch mit Soße und Celine hat Sudels mit Kürbis. Sehr lecker, Blippi ist auch mit am Start. Und ja, wir essen gerade gemeinsam, haben unseren Urlaub ein bisschen besprochen, buchen jetzt die Flüge dafür. Und dann geht's auch schon wieder gleich nach Hause. Ja, und da würde ich sagen, guten Appetit jetzt erstmal.